Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Agata Maria Raths. Agata Maria ist eine polnische Violinistin und Komponistin, die heute in der Schweiz lebt. Ihre musikalische Begabung wird auf internationaler Ebene anerkannt. Sie hat bereits zahlreiche Preise gewonnen und sie tritt auf namhaften Bühnen auf, zum Beispiel in der Carnegie Hall in New York. Im Backstage-Podcast gibt Agata Maria einen Einblick in ihren Alltag und ihre Arbeit als Musikerin. Sie erzählt, wie sie die Geige für sich entdeckt hat, was sie an diesem Instrument fasziniert und warum das Komponieren sich manchmal wie ein Labyrinth anfühlt. Folge läuft ein bisschen anders ab als sonst. Bei unserer Aufnahme ist uns nämlich leider nicht aufgefallen, dass Agata Marias Audiorekorder nach wenigen Minuten die Aufnahme abgebrochen hat. Von unserem ursprünglichen Gespräch ist deshalb leider nichts mehr da. Agata Maria hat sich daraufhin nochmal die Zeit genommen, ihre Antworten auf meine Fragen neu einzusprechen. Ihr hört nun also eine Art Zusammenfassung unseres Treffens, in der inhaltlich nichts fehlt. Es ist nur nicht das gewohnte Format eines lockeren Gesprächs. Ich hoffe natürlich, euch gefällt diese Folge trotzdem. Dann geht's jetzt los und ich sage Hallo Agata Maria. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute im Backstage-Podcast zu sein. Du nimmst die Welt als Musik wahr, als Sounds. Du hast auch immer Musik in deinem Kopf. War das schon immer so? Also das ist wirklich so, dass ich die Musik in meinem Kopf fast ständig höre und es war auch immer der Fall. Aber die Musik ist für mich sehr, sehr natürlich, da schon in mehreren Generationen zuvor gab es die Musikerin meiner Familie und auch mein Vater ist Berufsmusiker. Das heißt, dass er zu Hause geübt hat, als ich klein war und ich habe das wahnsinnig gern zugehört. Ich erinnere mich ganz genau, dass er die Cello-Suiten von Bach gespielt hat und ich habe ihm immer gebeten, die erste Suiten für mich vorzuspielen. Das war mein Lieblingsstück und ich wollte das immer wieder zuhören. Ja, und das war eine sehr schöne Erfahrung und ich glaube, das hat mich irgendwie auch geformt als Musikerin. In dem Trailer deiner neuen CD sagst du, dass bei jeder Geige ein Ton besonders heraussticht, nämlich das Cis. Dann hast du herausgefunden, dass das der Ton des Planeten, also der Erde ist. Ja, genau. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und es war wirklich eine erstaunliche Entdeckung für mich, da ich die Geige als Teil der Natur sehe und die Natur hat mich schon immer fasziniert. Die Geige besteht aus Holz und die Wahl des Holzes ist extrem wichtig im Geigenbauprozess, meine ich. Nicht nur in Bezug auf die Qualität, sondern auch in welcher Mondphase das Holz geschnitten wird, zum Beispiel. Und da kommen ganz, ganz viele Kleinigkeiten dazu, ganz viele Faktoren dazu, die sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Ich meine hier natürlich im Geigenbauprozess. Und die Tatsache, dass der Ton Cis auf jede Geige, die ich in der Hand gehabt habe, ganz anders geklungen hat, hat ganz andere Resonanz gehabt. Es war für mich immer faszinierend und das hat mich sehr gewundert. Ja, und dann habe ich entdeckt, ich habe diese Information herausgefunden, dass durch die Rotation der Erde erzeugt ein Ton und das ist eben diese Note Cis. Das war für mich wirklich eine Entdeckung und das war auch eine Erklärung, warum diese Note Cis mehr Resonanz hat auf der Geige. Wann hast du angefangen, Geige zu spielen? Ich habe zwischen dem 6. und 7. Lebensjahr angefangen, Geige zu spielen, also ziemlich standardmäßig, konnte man sagen. Ich würde sagen, im letzten Moment, wenn wir über das professionelle Spielen denken, aber wenn einer unserer Zuhörer möchte, dass sein Kind Geige spielt. Also meiner Meinung nach ist es am besten im Alter von 5 Jahren anzufangen.
Mit 11 Jahren durftest du schon mit einem großen Sinfonieorchester in Polen auftreten. Ja, ich erinnere mich ganz genau. Also ich spielte damals Berlioz-Konzert und ja, ich erinnere mich auch, dass ich zu den Proben mit dem Orchester ganz alleine gegangen bin und ich hatte leider keine Aufnahme von diesem Konzert zum Hören und damals war das natürlich nicht zugänglich. Also es war ziemlich riskant. Niemand hat mich wirklich vorbereitet mit einem Orchester zu spielen als Solistin. Aber es war eine schöne Erfahrung für mich und ich erinnere mich auch, dass ich damals beschlossen habe, dass ich das in meinem Leben machen möchte. Hast du schon als Kind angefangen zu komponieren? Ui, ui, ui. Meine ersten Versuche mit dem Komponieren waren ganz ehrlich zu sagen nicht erfolgreich. Ich musste damals, ich glaube, 5 Jahre alt sein. Ich war sehr klein und ich wollte unbedingt eine Melodie aufzuschreiben, die ich in meinem Kopf gehört habe, aber ich kannte die Noten noch nicht. Also dann habe ich ein paar seltsame Zeichen auf ein Notenblatt geschrieben und wollte, dass mein Vater das für mich vorspielt. Aber er hat mir gesagt, dass diese Noten unspielbar sind. Natürlich war ich sehr enttäuscht und ein bisschen demotiviert. Und nach ein paar Jahren, als ich schon die Noten kannte, habe ich wieder eine Melodie aufgeschrieben, die ich in meinem Kopf gehört habe. Aber leider niemand glaubte, dass ich das selbst geschrieben habe. Und erst, als ich mein Studium angefangen habe an der Universität, erst damals habe ich richtig angefangen mit der Komposition. Und dann habe ich meine ersten Stücke komponiert, auch ich wollte das an niemandem zeigen. Ich glaube, das war auch selbstverständlich, warum. Aber ja, Schritt für Schritt, es hat sich entwickelt. Du spielst eine 200 Jahre alte Violine von Jean-Baptiste Villaume. Das ist ein französischer Geigenbauer aus dem 19. Jahrhundert. Wie hast du deine Geige gefunden? Ja, ich habe eine alte Geige und diese Geige habe ich ziemlich lange gesucht. Es war für mich ein Prozess. Ich wollte auch so viel Erfahrung wie möglich sammeln. Das ist für mich wichtig zu wissen, was ich gern habe, aber auch was ich nicht gern habe. Das ist auch so. Je mehrere Geigen spielt man, desto mehrere Klangfarben entdeckt man und es ist sehr bereichernd. Sogar wenn man alle diesen Instrumenten nachher nicht spielt, es ist irgendwie im Körper gespeichert und alle diese Klangfarben, verschiedene Charakteren von den Instrumenten, das bleibt im Körper und dann kann man das mit einem anderen Instrument weiterentwickeln. Das ist auch meine Erfahrung. Ja, ich habe diese Geige gesehen, erstes Mal habe ich gesehen und ich wusste sofort, ich will diese Geige spielen. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich meine CD mit dieser Geige aufnehmen konnte. Wie sieht dein Alltag aus? Spielst du in Orchestern oder nur solo? Komponierst du vor allem oder irgendwie alles? Oh, also mein Alltag ist immer ein bisschen anders und ich versuche meine Zeit einteilen zwischen verschiedenen Tätigkeiten. Ich bin nicht nur Geigerin, ich bin auch Komponistin und das bedeutet, ja, ich versuche das so gut wie möglich machen und auch regelmäßig machen. Also jede 2-3 Tage komponiere ich ein bisschen, ja, zusammen mit den Reisen und auch verschiedene Sachen, die dazu kommen mit Interviews und ja, CD-Aufnahmen, andere Projekten. Ich bin sehr aktiv. Ich spiele in einem Duo mit dem wunderbaren Pianisten Martin Flescher. Und er ist auch Organist. Wir machen auch Projekte als Violine- und Orgelduo. Und das bedeutet natürlich, dass man auch proben muss, viel proben muss. Wir machen immer neue Projekte und wir spielen nicht immer dasselbe. Ja, das ist auch eine Belastung für den Körper. Das muss man auch laut sagen. Und das ist auch ein großer Teil von meinem Alltag, dass ich meine Gesundheit pflege. Ja, ich weiß einfach, dass für die Musik
Es ist extrem wichtig und körperliche Belastung ist ähnlich wie bei der Sport. Und das sagt auch fast niemand. Aber Sportler haben ein ganzes Team von Experten, um ihren Körper und auch Geist fit zu halten. Aber Musiker sind mit diesem wichtigen Thema leider auf sich allein gestellt. Und für mich, das ist extrem wichtig und ich nehme wirklich Zeit jeden Tag für verschiedene Übungen, für die richtige Diäte und erst dann beginne ich mit meinem Üben, Komponieren und alles, was dazu noch kommt. Du warst gerade in New York. Eine deiner Kompositionen hat die Manhattan International Music Competition gewonnen und feierte am 15. Juli 2023 in der Carnegie Hall in New York Premiere. Das ist ziemlich lustig und eigentlich, ich weiß bis heute nicht, wie es dazu gekommen ist, weil ich Wettbewerbe nicht besonders gerne mag und das ist sehr diplomatisch gesagt. Aber dieses Mal habe ich mich entschieden, als Komponistin teilzunehmen und ja, das war wirklich das einzige Mal. Ich habe mehrere Geigenwettbewerbe gewonnen, aber als Komponistin habe ich eigentlich nie an Wettbewerbe gedacht. Und ich glaube, es war eine Art Intuition. Ja, und diese Intuition hat mich in die wunderbare Carnegie Hall geführt. Und es war, ja, das war wirklich unvergessliches Erlebnis. Natürlich, man weiß als Musiker, man weiß, was bedeutet Carnegie Hall und man kennt verschiedene Geschichten. Auch, dass die Stradivari-Geige von Hubermann von Carnegie Hall gestohlen wurde. Es gibt ganz, ganz viele Geschichten von Carnegie Hall und sehr viele Musiker, wirklich die Ikonen, die dort gespielt haben. Und eben nicht nur klassische Musiker, sondern auch Pop, zum Beispiel Beatles. Aber ich glaube, erst wenn man dort spielt, wenn man dort ist, man spürt diese Atmosphäre und ja, ich habe mich eigentlich sehr wohl dort gefühlt. Du komponierst unter dem Pseudonym Clara Jaas. Warum dieser Name? Der Grund ist einfach, ich wollte die Wahrheit wissen, was die Leute über meine Kompositionen denken. Und wie ich schon gesagt habe, meine Anfänge als Komponistin waren nicht sehr glücklich. Und deshalb fühlte ich mich auch nicht sehr wohl, den Leuten zu erzählen, dass ich selbst komponiere. Aber die Pseudonyme wurden auch in der Geschichte schon immer verwendet und vor allem die weibliche Autorinnen aus bekannten Gründen unter einem männlichen Pseudonym arbeiten mussten. Auch in der Musik gibt es solche Fälle. Zum Beispiel die Tochter von Henryk Wieniawski hat unter einem männlichen Pseudonym komponiert und das war Poldowski. Ja, mit meinem weiblichen Pseudonym wollte ich auch an die Frauen erinnern, die sich als Männer ausgeben mussten, um überhaupt berücksichtigt zu werden. Wie ist der Ablauf, wenn du komponierst? Ist alles im Kopf oder probierst du auch mit der Geige aus? Das ist sehr unterschiedlich. Manchmal kann ich ein Stück in einer halben Stunde schreiben, aber manchmal es dauert sehr, sehr lange und manchmal Wochen oder sogar länger. Aber wenn ich komponiere, habe ich normalerweise eine klare Vorstellung von einem Element. Manchmal schreibe ich auch ein Stück rückwärts, da ich das Ende ganz genau höre und dann muss ich das Ganze von Anfang an aufbauen. Das ist auch sehr interessant. Aber diesen Prozess kann ich ja eigentlich mit einem Labyrinth vergleichen. Ich gehe voran, manchmal muss ich zurückgehen, nach dem richtigen Weg suchen. Aber manchmal passiert es, dass ich auch von Anfang an den richtigen Weg gewählt habe und dann läuft alles wie am Schnürchen. Deine neue CD Echo of Bach ist am 4. August 2023 erschienen, nachdem du 3 Jahre lang daran gearbeitet hast. Was ist das für ein Projekt und wie ist es entstanden? Ja, dieses Projekt ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und das stimmt, ja, ich habe dran 3 Jahre gearbeitet. Natürlich nicht alleine, zusammen mit meinem wunderbaren Team, mit Benoit Piquin als Tonmeister. Und das war eine Zeit der Herausforderungen, aber gleichzeitig sehr inspirierend.
Wir haben die Aufnahme während der Pandemie gemacht und natürlich, wir müssten mit verschiedenen Beschränkungen zurechtzukommen. Und das haben wir alles geschafft und ist Echo of Bach entstanden. Ja, meine Vorstellung war, die Geschichte der Violine darzustellen. Und auf dieser CD kann man ganz verschiedene Stilrichtungen hören, von Frühbarock bis heute. Im Zentrum steht Johann Sebastian Bach und ja, ich spiele auch Isaïe, Westhoff und der Schweizer Komponist Xavier Dayen hat auch ein Stück für mich geschrieben, das ist C'est à ma Sisel, tout comme le Séraphin. Dieses Stück ist auch von Bach inspiriert. Ich habe selbst auch etwas komponiert und das ist ein Stück für Violine und Band. Das ist ein bisschen speziell. Ich benutze dort ganz, ganz spezielle Violintechniken und auch zwei Geigen. Und im CD-Booklet kann man die Geschichte von diesen Geigen nachlesen. Das ist auch sehr, sehr spannend. Ja, und ich finde, das ist auch interessant. Wir haben einen CD-Trailer gemacht im Château Vaux-le-Vicomte in Frankreich. Und dieses Château ist sehr berühmt, da dort wurden verschiedene Hollywood-Productions gedreht, zum Beispiel The Man in the Iron Mask oder James Bond. Und alle diese Faktoren, diese ganz besonderen Faktoren machen dieses Projekt sehr speziell, finde ich. Was hat Westhoff mit Bach zu tun? Bach hat das entwickelt, was Westhoff begonnen hatte, und das ist nämlich die Polyphonie für Violine Solo. Und Westhoff hat die erste Polyphonie für Violine Solo geschrieben, das sind die sechs Suiten. Und das ist natürlich das, was bis in unsere Zeit überlebt hat. Wer weiß, vielleicht gab es auch andere Werke von dieser Gattung, aber wir kennen das nicht. Und Bach hat viele, viele Jahre später die berühmte sechs Sonaten und Partiten für Violine Solo komponiert. Diese beiden Komponisten haben sich wahrscheinlich in Weimar auch getroffen, im Jahr 1702 oder 03. Sie waren beide in Weimar damals. Und es ist hochwahrscheinlich, dass der junge Bach hat sich von Westhoff Suiten inspirieren lassen. Und ja, und das ist eigentlich, was diese zwei Komponisten verbindet. Was ist eine Polyphonie? Polyphonie ist eine Mehrstimmigkeit, aber es geht darum, dass viele Stimmen unabhängig voneinander entwickelt werden. Also man hört viele Stimmen, das klingt alles zusammen auf einmal, aber jede Stimme ist unabhängig. Das ist etwas Besonderes. Und wenn man kein Musiker ist, es ist ein bisschen schwierig zum Verstehen. Ja, darum kann ich das vielleicht für die Zuhörer, die keine Musiker sind, ein bisschen klarer erklären. Ja, also ich würde das mit einer Autobahn vergleichen. Also es gibt mehrere unabhängige Fahrspuren. Sie sind alle eigenständig, aber alle müssen aufeinander achten und sich in den Verkehrsfluss der anderen Fahrer einfügen. Das ist das, was wir in der Musik Polyphonie nennen. In Bachs Kompositionen sind Codewörter versteckt, zum Beispiel der Name seiner Frau. Das ist erstaunlich, oder? Ja, es geht um die Gematrie. Und die Gematrie ist die Zuordnung von numerischen Werten zu Buchstaben des Alphabets. Und so hat Bach mit Zahlen verschiedene Worte versteckt. Zum Beispiel den Namen der verstorbenen Frau von Bach, Maria Barbara. Ja, und es ist wirklich faszinierend. Wenn man Interesse hat, kann man im Buch von Helge Thöne noch genauer darüber lesen. Freust du dich auch darüber, wenn jemand deine Musik hört und sie einfach schön findet, ohne viel darüber zu wissen oder zu verstehen? Sehr, wirklich sehr. Und wenn es mir gelingt, Personen, die bisher keinen Kontakt zur klassischen Musik hatten, dafür zu begeistern, dann ja, ich betrachte das als Erfolg eigentlich, als Künstlerin und als Musikerin. Es gibt auch noch das Projekt Jazz Duo. Gibt es da aktuelle Konzerte? Ja, also als Jazz-Duo arbeite ich zusammen mit Martin Fleischer, wie schon vorher erwähnt, und wir spielen zusammen seit 2011 eigentlich als Violine- und Klavierduo, aber wir machen verschiedene Projekte.
Momentan führen wir ein interessantes Projekt in der Kirche Fehrenbalm in der Schweiz. Das ist übrigens eine wunderschöne Kirche. Und dort spielen wir 4 Jahreszeiten von Vivaldi. Also Martin hat eigene Bearbeitung gemacht für Violine und Orgel. Aber man kann uns auch als Violine- und Klavierduo hören und bis zum Ende des Jahres auch in der Schweiz ziemlich oft, aber auch in Berlin oder in Cremona. Auf deinem Instagram-Kanal gibst du kostenloses Wissen für Menschen weiter, die es brauchen können. Also Tipps für die Geige, zum Beispiel zur Haltung oder Fingerübungen. Ja, Instagram ist mein gemeinnütziges Projekt, bei dem ich Menschen helfe, ihre Geigentechnik zu verbessern. Ich zeige verschiedene Übungen, ich spiele verschiedene Stücke und ich stelle auch Noten zur Verfügung. Das finde ich auch wichtig, da wir oft uns unbewusst sind, dass der Kauf von Noten für ein paar Dollar in einigen Ländern unmöglich ist. Und ja, auf meinem Profil kann man die Noten kostenlos herunterladen. Und ja, ich muss sagen, dass es freut mich riesig, wenn ich Rückmeldungen von Menschen aus der ganzen Welt erhalte, dass meine Übungen wirksam sind und dass sie auch Freude an Noten haben. Hast du einen Tipp für jemanden, der auch diesen Beruf machen möchte? Was braucht es dafür außer Talent? Also das ist natürlich ein sehr anspruchsvoller Beruf und darum würde ich sagen, vor allem muss man die Musik lieben. Und natürlich, dann muss man viel üben, man muss auch viel Glück haben, man sollte auch die richtigen Leute treffen. Damit meine ich zum Beispiel gute Lehrer von ganz Anfang an, dann später auch gute Ratschläge hören, wie man zum Beispiel eigene Karriere entwickeln könnte. Ja, da kommen wirklich ganz, ganz viele Faktoren dazu. Aber der allgemeine Tipp von mir wäre, sich mit den besten Leuten in der Musikszene zu umgeben und von ihnen lernen. Meine letzte Frage ist wie immer, was wünschst du dir? Vor allem gute Gesundheit. Ja, das wünschen wir uns natürlich alle. Aber wenn du mich nach Wünschen für mein Berufsleben fragst, dann habe ich eigentlich keine Wünsche, sondern nur Pläne. Und ja, wenn ich etwas will, dann suche ich nach einem Weg, es zu verwirklichen. Und dann, ja, manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber es ist nicht so, dass ich traurig bin, wenn etwas nicht funktioniert. Ich mache meine Musik und ich bin damit sehr, sehr glücklich. Aber als Mensch wünsche ich mir, dass die anderen Menschen nicht an Hunger oder im Krieg sterben müssen. Und ich wünsche mir, dass wir alle gut leben können. Vielen herzlichen Dank an Agatha Maria für deine Zeit und dass du uns einen Einblick in deine Gedanken und deine Musikwelt gegeben hast. Vielen Dank, Lenny, für deine Einladung und ich habe mich wirklich sehr gefreut, heute mit dir sprechen zu können. Ja, ich wünsche dir und allen deinen Zuhörern alles, alles Gute. Tschüss! Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass ich im Gespräch mit Agatha Maria gebannt zugehört habe. Ich finde die Art, wie sie Musik und ihre Geige beschreibt, als Teil der Natur sehr faszinierend. Wir haben aber auch viel miteinander gelacht, denn Agatha Maria ist nicht nur sehr erfolgreich mit ihrer Musik, sie ist dabei auch total bodenständig und humorvoll geblieben. Ich hoffe, all das konnte man aus dieser Folge ein bisschen heraushören. Ihr findet alle Links zu Agatha Maria Ratz und zum Backstage-Podcast in den Shownotes dieser Folge. Schaut da gerne mal rein. Und wenn ihr möchtet, hören wir uns bald wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss!